Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Dark Souls Remastered, dem 100% Run. Ja. Viele mögen es vielleicht noch gar nicht glauben, aber ja, ich habe mir vorgenommen, dieses Spiel wirklich zu 100% euch für euch mal oder für mich auch in meinem Sinne auch durchzuspielen und alles zu ergründen, was es in diesem Spiel zu ergründen gibt, zu holen gibt, etc. pp. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir den heutigen Boss machen, der ja streng genommen, wenn man wie gesagt den Master Key hat, also den Generalschlüssel, ein optionaler Boss ist. Denn man braucht ihn nicht machen, um nach Shansha zu kommen. Dafür, wie gesagt, kann man dann rein theoretisch den Generalschlüssel nutzen, um eine Abkürzung freizuschalten, um so nach Shansha zu kommen. Also streng genommen ist das jetzt hier ein optionaler Boss. Er ist trotzdem ziemlich cool für einen optionalen Boss und wir werden ihn heute angehen, den guten Klaffdrachen. Gleich am Anfang muss man sagen, auch einer der schwereren Bosse, also dahingehend schwer, weil er, genau, hier müssen wir lang, weil er wirklich relativ viele Lebenspunkte hat. Die werde ich jetzt heute noch ein bisschen erhöhen, denn ich werde mir natürlich wieder Verstärkung holen in Form von dem guten Solea. Und in Form von dem guten Lautrec. Beide, muss man mit dazu sagen, beide sind jetzt, naja, wie soll man das sagen, eher wirklich nur zur Ablenkung da. Am Ende des Tages sterbe ich auch und ich mache das dann mal ohne die zwei Nasen. Weil, wie gesagt, sie machen eigentlich nichts weiter, außer dem Boss mehr Lebenspunkte geben. Weil Solea stirbt meistens als Erster. Das kann ich euch schon mal sagen, so wie es ist. Also Solea stirbt bei mir meistens als Erster. Lautrec dann danach. Und das, obwohl der gute Solea ein Schild hat und der gute Lautrec nicht, der hat nur seine zwei Schotels. Oder Scotels oder Schotels oder so. Gott, du bist so cool, Lautrec. Wenn du nicht so ein großes Arschloch wärst, dann wäre es so richtig cool, was du da hast. Apropos cool. Das Video ist schon uralt, aber ich hab's letztens im Zuge des Remaster, es ist irgendwie durch die Suchalgorithmen von YouTube, bei mir wieder als empfohlenes Video aufgekommen, sozusagen, von The Prult. Das habe ich mir jetzt, ich habe jetzt mich nicht versprochen, ich glaube The Prult oder so. Das ist ja so einer, der hat dieses legendäre Meme-Video gemacht hier, When you playing Dark Souls with your best friends, mit von, was ist das? Ist das Aha? Ich glaube, das ist Aha, ne? Der Song. Wo Solea und so aus dem Untotenasyl so diesen komischen Tanz rausmachen, wo dann auch der Kanalisierer dann da oben steht und der Asylumsdämon da irgendwie so, hä, was ist denn hier los? So nach dem Motto. Und der hat ja ein schönes, ein ganz, ganz tolles Video gemacht. We Are The Souls oder so heißt es. Und das ist so geil. Also wenn ihr das nicht kennt, The Prult oder Prult, glaube ich, heißt das ein Italiener, glaube ich, der das macht. Guckt euch, ich glaube, We Are The Souls oder so. Geile Musik. Ist alles in irgendwie das, der, ich glaube, ich in der Garry's Mod hat er das irgendwie gemacht. Auf jeden Fall mit irgendeinem Mod, 3D-Creator hat er das irgendwie gemacht. Sieht richtig, richtig gut aus. Klar, die Grafik ist hier und da ein bisschen merkwürdig, aber ich finde es richtig gut. Aber das nur nebenbei, weil darin spielt natürlich auch der gute, super, ganz toll, Kamera, dankeschön. Naja, auf jeden Fall spielen der gute Solea und der gute Lautrec da auch eine kleine Rolle drin. Auch der gute Kirk übrigens, den wir beim letzten Mal gelegt haben. Aber egal. Von den beiden, den coolen hier, während er macht hier den Yeah, every day I'm shuffling. Egal, zurück zum Boss. Klaffdrache, es wird Zeit. Auch wieder eine coole Boss-Cutscene. Das kann man nur so sagen, wie es ist. Ja, man sieht da diesen Kopf sozusagen. Oh, what's going on here? Und dann so, oh, ist aber ein Krokodil. Ist das ein Krokodil? Der ist ja süß und dann, oh mein Gott, das ist kein Krokodil. Vielleicht ein Alligator? Nein, das ist der Klaffdrache. Und ich habe es ja schon mal gesagt, der Klaffdrache sieht so aus, weil er gierig ist und sein Körper sich in einen eigenen, in einen gigantischen, einzigen Schlund verwandelt hat, weil er so ein gieriger Drache war. Ist ein Nachfahre der alten Drachen. Mach mal hier, mach mal deine Stampfattacke. Jawohl, dankeschön. Und bonk. Und bonk. Und er rennt los. Penner. Aua. Ey, lass das. Und du springst so hoch.
Bringst du hoch? Was machst du? Hast du gekotzt? Was machst du? Ah, du guckst nach mir. Nein, das ist ja so ein immerwährender... ja, cool, 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 cool. Sehr gut. Und... Blonk. Ups. Nochmal? Nee, du fliegst nur hoch. Gut, alles klar. Ihr seht schon, Solaire hat schon fast ausgedient. Ups. Aber, ey, wir haben ihn auch fast getötet. Hat der jetzt plötzlich in der Remastered-Edition weniger Lebenspunkte? Solaire! Yeah! Bitch! Oh oh. Sag mal, wir schaffen's vielleicht. Hier, los! Ja, 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 ja! Los, los, los! Nein, nicht kotzen! Solaire, beschieß ihn weiter. Ja, genau. Solaire, nicht. Ja, okay, jetzt macht er ein bisschen das Ding kaputt. Die Ausrüstung geht dadurch kaputt, durch die Kotze. Was ich eigentlich sagen will. Nein, Solaire, nicht sterben. Ach so, scheiße. Ganz vergessen. Verdammte Kacke. Nein. Wir müssen kurz raus. Ich muss kurz raus hier. Ich muss ja... Ups. Ganz vergessen. Lautrek, nicht ihn töten, bitte. Ganz vergessen. In meiner Erzählerei. Wie? Was? Manchmal. Achso, weil Lautrek noch lebt. Lautrek, stirb! Lautrek. Ach, das ist doch kacke. Nee, ich will den nicht im New Game Plus so machen. Lautrek, geh auf ihn drauf. Los. Los. Stirb. Stirb, Lautrek. Bist du tot? Dankeschön. Ist ja, hab ich ja ganz vergessen. In meiner gesamten Erzählerei habe ich ganz vergessen, oh oh, dass der ja eine Drachenwaffe in seinem Schwanz hat. Alter Vater, ich habe mich so gefreut, dass wir den umnieten, bevor die beide sterben. Aber dann habe ich es komplett verbaselt. Was ich eigentlich sagen wollte, dieser Drache ist gierig geworden, oder es war mal ein kleinerer Drache, aber er war, ist auch gut, guter Anfang, Philipp, guter Anfang, sehr guter Anfang, er war so gierig, dass sich sein Körper in einen einzigen Mund verwandelt hat, sozusagen. Und es ist ein Drache, der vom Leben korrumpiert wurde, nicht von der Finsternis. Also er war ein Nachfahre der immerwährenden Drachen, der dann von den Seelen, vom Leben und von der Welt um ihn herum so korrumpiert wurde und sich darin dann auch so verwandelt hat. Was ich ein sehr, sehr cooles Konzept finde, dass man vom Leben korrumpiert wird. Lässt du meine Menschlichkeit fallen? Nein, natürlich nicht. Dass er vom Leben korrumpiert wird, das ist eine extrem... extrem cooles Konzept. Jetzt habe ich komplett verbaselt, weil all diese Drachenwaffen, die ich aus diesen Schwänzen rauskriege, also auch beim guten Steve, genau dasselbe. Obwohl. Ja, obwohl, doch, da hat er mehr Lebenspunkte, das ist gut. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Dass ich hier nochmal rufe, da hat er ja wirklich mehr Lebenspunkte. Aber obwohl, wir haben ihn relativ schnell kaputt gemacht. Was ist da passiert? Egal. Nee. Ich finde das Konzept relativ cool, dass man vom Leben verdorben werden kann. Was ja am Ende des Tages auch irgendwie auf uns alle zutrifft. Auch wir werden alle vom Leben verdorben. Wir sind alle mal irgendwie jung und idealistisch und naiv und dann kommt das Leben, haut uns in die Fresse und sagt, so sieht's aus, mein Freund. Nix hier mit, oh, alle sind unsere Freunde und die das Netz zueinander oder so. Nee. Ellenbogen und so. Naja. Ich wünschte, es wäre anders. Ist es aber leider nicht. Ist es aber leider nicht, liebe Freunde. Es ist leider nicht so. Jetzt zur zweiten Runde. Zweiten Runde. Ja, 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 ja. Ich weiß, wie. Katzin, ich will die abbrechen. Ah, na, wollte gerade sagen, ich dachte, ich kann die nicht abbrechen, die Katzin. Los, los, ja, genau. Super gut. Und dann renn bitte los. Rennst du los? Ich weiß auch, dass du danach losrennst. Komm, renn danach los, dankeschön. Renn auf die beiden los und mach richtig viel Schaden. Richtig gut. Und was machst du jetzt? Ups. Ja, 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 ja. Bleib mal so. Verdammt. Ja, okay, alles klar. Nochmal bitte. Dankeschön. Und dann bitte wieder losrennen. Los, eher losrennen. Los, los, los. Fuck you. Ich will doch nur dein... What? Na endlich. Ich wollte mich gerade sagen. Kann doch nicht sein. So, Jungs, könnt ihr auch mal was machen? Okay, cool. Er hat sich wieder drauf gedonkst. Okay, alles klar. Und donks. Haben wir mit drauf? Cool. Ja, ihr stellt euch wieder genau in den Weg. Dass die das auch nicht lernen, die Nasen.
Donks. Springst du hoch? Los, 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 los. Spring hoch. Ja, oder ihr haut alle drauf, Jungs. Das ist auch gut. Machen wir auch gut. Ich hab deine Waffe. Jetzt mach ich dich kaputt. Los, komm hier. Tut, 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 tut. Jawohl. Tut mir jeden Gefallen. Donks. Und tot. Oh, das war's. Und wir kriegen die Sonnenlichtmedaille. Weil der gute Solea überlegt. Das ist das erste Mal, glaube ich. Das ist das erste Mal, dass ich die Sonnenlichtmedaille kriege bei diesem Kampf. Yeah! Macht's gut, ihr Nasen. Das ist übrigens ganz schlimm im Remaster. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist ganz schlimm im Remaster, dass wenn man hilft als freundliches Phantom, dass man ganz schnell verschwindet. Man kann nicht mehr die coole Geste oder so machen, so nach dem Motto, ey, wir haben es geschafft oder so. Nee, man verschwindet fast sofort. Instant. Na, das war doch mal sehr erfolgreich. Wir haben die Drachenwaffe bekommen. Von seinem Schwanz, die Großaxt des Drachenkönigs. Diese Axt ist eine der seltenen Drachenwaffen und aus dem Schwanz des Klaffdrachen, einem entfernten und absonderlichen Nachkommen der immerwährenden Drachen geformt. Die mystischen Kräfte dieser Axt entfalten sich, wenn sie beidhändig geführt wird. Mystische Kräfte. Schön. Zwei fette Äxte gekriegt. Und die Schlüssel zu Schandstadt. Und eine Sonnenlichtmedaille. Ich bin sehr froh. Sehr, sehr froh. Ah, da. Schandstadt. Schlüssel zur Schandstadt aus den Tiefen der Stadt der Untoten, der von dem Klachdrachen verschluckt wurde. Die Schandstadt ist ein widerwärtiger Ort und selbst die Bewohner der Tiefen fürchten ihre Gefahren. In der Hoffnung, die Gefahren wegsperren zu können und in Sicherheit zu leben, haben sie dieses mächtige Tor gebaut. Das habe ich ja schon mal erzählt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Untiefen, die Bewohner der Untiefen, die schon relativ eklig sind, die haben gesagt, ey, mit den widerwärtigen Kollegen aus der Schandstadt, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Ja, wie widerlich muss man sein, dass man aus den Untiefen verbannt wird? Sehr, 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 sehr eklig muss man sein. Dommer, du gehst doch dann eigentlich zurück zum Dings, oder? Zum, oh nö, nerv nicht. Du gehst doch jetzt dann zurück zum Feuerbandschrein, oder? Nachdem ich dich getötet habe? Nachdem ich den Boss getötet habe? Oh, jetzt hat's mich beinahe wieder vergiftet. Los, ich will noch mal ein paar grüne Scherben sammeln. Los, komm her. Grüne Scherben. Na gut, dann halt nicht. Dann machen wir eine Tür auf. Aber ich setze mich noch ans Leuchtfeuer. Mit 27.000 Seelen will ich nicht zurück nach Schandstadt. Oder zurück will ich nicht nach Schandstadt rein. Aber wir machen die Tür auf. Schöne Tür. Mit ekligem Schleim dran. Vor allen Dingen, ist die Tür da oben? Hätte man da nicht locker drüber klettern können? Naja, egal. Machen wir diese Tür auf. Egal. Muss ich nicht verstehen. Kurzen Prozess mit dem Klaffdrachen gemacht. Ich freue mich sehr. Oh, das hätte ich aber... Oh. Warum haben sie das nicht im Remaster verändert? Diesen abrupten Stimmungswechsel, was das Licht angeht. Hätte das nicht ein bisschen smoother sein können? Ein bisschen, je tiefer man reingeht, umso grüner wird's. Nein, man muss, es ist merkwürdig. Na egal, wir gehen zurück ans Leuchtfeuer. Und werden dann nach Schandstadt reingehen. In der Hoffnung, dass dann der gute Donmall weg ist. Aber wir können jetzt nochmal aufleveln. Was auch sehr cool ist. Was auch sehr, sehr gut ist, dass wir aufleveln können. Rein theoretisch könnte ich sogar noch zum Feuerbandschrein zurück. Und, nee, machen wir nicht. Weil rein theoretisch könnte ich meine Doch, ich muss nochmal zum Feuerbandschrein zurück. Geht gar nicht. Ich muss meine Pyromantieflamme auf plus 10 bringen. Anders bringt es gar nicht, nach Schandstadt runter zu gehen. Achso, Quatsch. Das können wir ja so machen. Ich muss nochmal zurück. Es geht gar nicht anders. Aber ich kann mich ja wieder hier hinporten. Ha, das war schlau. Ich muss mich ja nicht ins Leuchtfeuer setzen. Beim Feuerbandschrein. Das ist gut. Das habe ich gut mir überlegt. Ich darf bloß nicht sterben jetzt. Das wäre nicht so geil. Aber das habe ich mir gut überlegt. Das war ein sehr guter Plan von mir. So, als ob ich es von vornherein so geplant hätte. Habe ich nicht. Aber man kann ja den Eindruck erwecken, ne, liebe Kinder. Das ist übrigens ein Ratschlag, den ich euch für euer Erwachsenenleben gerne mitgebe. Immer so tun, als hätte man komplett Ahnung von dem, was man da tut. Nie sagen, ich habe keine Ahnung. In der heutigen Welt, es gibt so viele Blender, so viele Leute, die mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich werfen, gerade in meinem Beruf. Ich habe so viele Leute, die eigentlich keine Ahnung von dem haben, was sie da machen, aber irgendwie an die Position gekommen sind, wo sie entscheiden dürfen, weil sie immer, das ist lieb von dir, dass du das machst. Kannst du bitte aufhören? Danke. Sag mal! Na gut, dann halt so. Ja, ja, ja. So. Weil sie immer irgendwie so getan haben, als hätten sie übelste Ahnung von allem. Merkt euch das, liebe Kinder. Einfach immer vorgeben, ihr habt ganz viel Ahnung.
obwohl ihr es nicht habt. Fachbegriffe einfach euch mal anlernen, sozusagen, okay, in meinem Berufsfeld oder in meinem Studium oder was auch immer, ist es so, ne? Einfach so tun, als hättet ihr von allem, als wüsstet ihr immer, was ihr tut. Selbstvertrauen ist wichtig, um weiterzukommen, und ein bisschen blenden. Klappern gehört zum Handwerk, sagt man ja auch immer so schön. Oh oh, oh oh, das ist kein guter Ort. Aber nein, oh, das ist wirklich kein guter Ort hier. Oh oh, nein, 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 nein. Ich sagte nicht sterben. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, zur Strafe. Ich habe ihn gar nicht mal richtig getroffen. Na egal. Ich habe ihm sein Licht und sein Lebenslicht ausgepustet. Dasselbe hier. Er ist tot, sein Licht geht aus. Sehr merkwürdig. Ob die vielleicht waren sie miteinander verbunden. Wer weiß es denn, wer weiß es denn? Der nächste. So. Ah ja, da oben sind noch welche. Na? Na, kommt ihr mal alle her? Gut. Ich habe die nicht mal getroffen. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Nein, aber das ist ein Hinweis, den ich euch wirklich gebe. Das ist ein ernst gemeinter Hinweis von mir, weil ich scheue mich immer davor. Also ich scheue mich auch immer davor, große Versprechungen zu machen. Auch in meinem Job. Ja, wenn ich so mit Leuten quasi rede und sie sagen, okay, kannst du das? Und könntest du das organisieren oder kannst du das, geht das so? Kriegst du das hin? Müssen wir da noch jemand anderen für holen? Oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich sage immer ganz ehrlich, wenn es der Fall ist. Wenn ich sage, nee, dafür bin ich nicht der Richtige, solltet euch lieber einen holen, der, also ich kann das, aber nicht so gut, wie wenn ihr euch meinetwegen einen richtigen Typen dafür holt. Also gerade in meinem Beruf, ich habe ja schon mal gesagt, ne, für die, die es nicht wissen, ich bin ja freier Videojournalist, nenne ich mich selber. Weil ich eben sehr viel kann, also in dem Bereich Medien. Also ich kann Schnitt, Kamera, Redaktion, Animation, ein bisschen Grafik, aber alles, also Redaktion kann ich sehr, sehr gut, würde ich mich sogar eher als Profi da drin bezeichnen. Kamera, Schnitt, alles autodidaktisch quasi, da bin ich Autodidakt, also ich habe mir das selber beigebracht. Ich kann das okay, aber ich kann es jetzt nicht, oh, das war dumm. Ich kann es jetzt nicht super. Ja, das war dumm. Lass mal eine Menschlichkeit fallen, zur Belohnung bitte. Danke, nein. Gut, alles klar. Ich kann es nicht so klasse, ja. Und genau, wenn dann Leute sagen, du, könntest du hier den Schnitt übernehmen? Ich sage, na, um was geht's denn? Und dann erzählen sie mir, was der Schnitt quasi ist. Und dann sage ich, na klar, das kriege ich noch hin. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie was ganz quasi megamäßig irgendwas haben wollt, was, wo man wirklich jetzt professioneller Cutter sein sollte, also ich würde mir jetzt nie erdreisten zu sagen, oh, ich schneide jetzt mal einen Spielfilm. Ja, also dafür sollte man, glaube ich, wirklich, also dafür sollte man wirklich professioneller Cutter sein. Aber, wie gesagt, das sind alles Dinge, gebe ich euch mal mit als Ratschlag fürs Leben. Nee, er ist noch nicht da. Wahrscheinlich muss ich mich ans Leuchtfeuer setzen. So, nein. Aus. So. Lautrek ist auch nicht da, obwohl den dürfte ich vielleicht hier noch gar nicht sehen. Nee, aber das ist ein Ratschlag. Also seid immer ehrlich zu anderen, aber wenn ihr das Gefühl habt, die Leute kann man nur überzeugen, wenn man ein bisschen großspuriger auftritt, dann tretet großspurig auf. Also wie gesagt, Klappern gehört zum Handwerk. Das ist nur ein netter Tipp für mich, von euch, für mich. Von mir, für euch, so rum ist richtig. Ja. Ihr seht, also so sollt ihr zum Beispiel jetzt nicht reden, dass ihr fünfmal einen Satz anfangt. Das erweckt nicht Vertrauen beim Gegenüber. Aber wir sind ja hier unter uns, von daher. So, Laurentius, ich habe ganz viele Seelen im Gepäck. Kannst du mir eine plus 10 Pyromantieflamme machen? Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. As always, if you provide the materials, I can teach you pyromancy. Na klar. Dann bitte. Ich möchte bitte ein großer Pyromant werden. Ah, so. Nee, plus 15 brauche ich nicht. Ich brauche plus 10. Ich kann jetzt auch nicht auf plus 15, da habe ich jetzt gerade die Seelen nicht für. Brauche ich eine plus 15 oder eine plus 10 Flamme? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Na gut, wir können ja jederzeit zurück nach Schandstadt. Ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht das Schandstadt und dann nie wieder Schandstadt, so nach dem Motto. Sondern wir können ja jederzeit zurück. Ihr wisst ja warum, ne? Denn ich glaube, es ist plus 10. Wenn man eine plus 10 Pyromantieflamme führt, im Gepäck hat, wenn man runter nach Schandstadt geht, erscheint einem die Quelana. Ne? Das passiert nicht, wenn man keine Pyromantieflamme plus 10 hat. Das heißt, man kann sie verpassen. Ja? Es kann auch sein, dass wenn man online spielt, wenn ein Spieler mit einer plus 10 Pyromantieflamme
in seinem Spiel auch gerade in Schandstadt ist und man selbst irgendwie teilt sich gerade den Server oder so mit dem, dann kann Quelana einem auch erscheinen. Beziehungsweise, wenn man sich ein freundliches Phantom ruft, das auch eine plus 10 Pyromantie-Flamme hat. Es muss bloß in irgendeiner Form eine plus 10 oder ich glaube plus 10, ist nicht plus 15, eine plus 10 Pyromantie-Flamme in Schandstadt sein, dann erscheint einem Quelana, einer der interessantesten und coolsten und tollsten NPCs in der gesamten Souls-Reihe. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal plus 10, wir gehen jetzt erstmal, ansonsten plus 15 können wir immer noch holen. So, hast du noch was eigentlich? My teacher, whom I imagine still resides in the Great Swamp, had a funny way of putting it. He said that pyromancy is the ultimate fantasy. We are born into dark and warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. They rather had a way with words, the old withering frog. Wer wohl sein Lehrmeister war, man weiß es nicht. Also man weiß nur, dass der gute Salaman, oder Salaman, glaube ich, heißt er ja hier in also Salaman wird er geschrieben, in Dark Souls 1, dass der ja, glaube ich, der Großmeister der Pyromantie irgendwie so war. Und der ging bei der guten Quelana, der Mutter der Pyromantie, in die Lehre. Und die hat danach nie wieder einen Lehrling angenommen, bis dann wir kommen werden, liebe Freunde. Da werden wir bei der guten Quelana ordentlich Pyromantien lernen. Und die Questline vom guten Laurentius ist auch mit der von der guten Quelana verwoben. Wenn die auch kein schönes Ende für den guten Laurentius nimmt. Ich werde es in diesem Teil natürlich machen, also in diesem Playthrough, im nächsten Playthrough schicke ich den guten, da werde ich mit dem guten Laurentius, den werde ich da nicht töten, sozusagen. Das werden wir dann, also im zweiten Playthrough werde ich das nicht machen. Im ersten Playthrough, ja, da will ich, damit ich alle Questlines einmal abgearbeitet habe, damit ich im zweiten Playthrough nicht jede Questline machen muss von den NPCs. So, außer die von Solea, die werde ich einmal so machen und dann so machen. Sozusagen, in den zwei Playthroughs. Streng genommen hat jede NPC-Questline, sogar die vom guten Siegward, hat ja streng genommen auch drei Enden sogar. Aber ich glaube, wir werden bloß zwei sehen. Aber hey, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nicht Siegward, Siegmeier heißt er hier. Siegward ist Dark Souls 3, entschuldigt bitte. So, ich habe keine Gegenstände, kann ich kaufen. Hast du noch irgendwas eigentlich für mich? In this land, pyromancers earn a certain respect. Ah. The Witch of Izalith, one of the legendary lords, is the godmother of pyromancy. So the day I became undead, I was ecstatic. I felt as if I'd been chosen to attune myself to the ancient arts. Of course, it wasn't all that romantic in the end. Ah, der gute Laurentius. Ihr seht, also da Name-Dropping, ja, Hexe von Izalith. Deshalb werden die Pyromanten in diesem Land so ein kleines bisschen mehr respektiert. Weil die Hexe von Izalith ja quasi eine der großen Herrscherseelen quasi in sich trägt. Und die großen Herrscher, die ersten Lords, die ersten Fürsten, die werden natürlich immer noch hoch akzeptiert. Aber der gute Gewinn natürlich ist ganz, ganz oben, weil es der Obermufti hier ist. Ja, quasi, ich meine, die Referenz zu Zeus kommt ja nicht von ungefähr. Ist ein alter Mann mit Bart, der Blitze schleudert. Na, also von daher. Göttervater und so weiter und so fort. Olymp und hier. Es ist, und wo ist Anor'Londo? Ganz oben, unter Wolken versteckt, ne? Quasi hier dahinter, hinter dieser hohen Mauer, da ist dann Anor'Londo. Also von daher, nee, das ist nicht mal, sondern das ist hier, noch weiter oben. Das ist nicht die Mauer von Anor'Londo. Nee, das ist nicht die Mauer von Anor'Londo. Ich glaube nicht, nein. Die ist irgendwo hier. Aber egal, ne? Ganz weit oben und so weiter und so fort. Also die Parallelen zu Zeus, dem Olymp, griechische Mythologie, ne? Ist ja nicht abzusehen. So, Laurentius, noch was? Das hat er, glaube ich, schon mal erzählt, oder? The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of him. Machen wir, Laurentius, machen wir. Du hast ja auch gerade schön verstärkt, finde ich gut. Goodbye then. Come back if you find anything new. Na klar, machen wir. So, gibt's eigentlich hier noch irgendwas? Nee, der gute Dings hat nichts mehr zu sagen. Du bist ein Penner immer noch, Petros. Petros der Penner. Lautrec hat nichts Neues. Nee, nee, die haben alle nichts Neues. Das heißt, rein von der Theorie her, werde ich mich mal noch schnell umziehen. Also nicht ich werde mich umziehen, sondern der gute Walter hier wird sich umziehen. Denn wir werden jetzt mal wieder das reine Diebes-Set nehmen. Warum? Das müsste aktuell von den Sets, die ich habe, die größte Giftresistenz haben.
Und das werden wir brauchen. Außerdem werde ich jetzt noch das Spinnenschild nehmen. Das hat auch eine Giftresistenz. Und wir werden... Was für eine Waffe werden wir... Ach, die können wir noch nicht führen. Ich glaube, da brauchen wir... Was braucht man da für eine Stärke eigentlich? 24. Ah, so viele Seelen habe ich nicht im Gepäck. Schade. Weil ansonsten hätte man das Schwert des Grabesfürsten mal führen können. Das haben wir ja vom guten Nito erhalten. Die Großachse ist auch noch nicht. Nee, dann werden wir wahrscheinlich... Ja, wir werden wahrscheinlich... Ah, Lucy... Lucy, ach, ich müsste mal auch noch upgraden. Nee, Lucy müsste man auch noch upgraden. Dann wären wir wahrscheinlich, ja, dann wären wir zu unserem Feuerclaymore. Ja, da wären wir beim Feuerclaymore bleiben. Oder wir können mal... Ah, das Drachenschwert, das skaliert ja nicht mehr. Das gerade Drachenschwert. Und das ist alles nicht... Nee. Da müssen wir wohl zum Feuerclaymore greifen. Oder zum Bastardschwert nochmal. Nee, wir nehmen das Feuerclaymore. Das ist schon cool. Feuerclaymore ist cool. Wir sind ausgestattet. Und wir nehmen, genau, wo ist er? Machen wir noch ein paar... Wisst ihr was? Ich hole noch ein paar. Bevor wir aufleveln, machen wir dann eh in den Untiefen, werde ich noch mal ein paar Heimkehrknochen holen. Weil brauchen wir. Die brauchen wir. Genau. Ich hätte mir auch noch mal einen Läuterungsstein holen können. Das hätte ich auch machen können. Wollte ich aber nicht. So, du bist tot. Gut, alles klar. Achso, der Lack hier super. Der Nasenbär. Oder die Nasenbärin. Did you just assume my red gender? Nein. Na, es hätte auch eine Rettin sein können. Was ist eigentlich die weibliche Bezeichnung von Ratte? Ist das... Oder ist Ratte schon die weibliche Bezeichnung, wie bei Katze und Kater ist dann... Und Ratter? Schreibt es mal in die Kommentare. Mich interessiert das mal wirklich. Was ist die männliche und die weibliche Variation von Ratte? Egal. Schönen guten Tag. Oh, hello, dearie. You left me high and dry for a while there. I thought maybe you'd forgotten about me. Are you back for more of my moss then? Plenty of it here, freshly peeled, just for you. Ja, sie will mir ganz viel ihr feuchtes Moos verkaufen. Die Analogie könnt ihr jetzt selber ziehen, liebe Kinder. Zieht die Analogie selber, die schmutzige Analogie. Zieht sie selber. Schamhaare. Sorry. Bin heute ein bisschen. Ja. In the lower areas of this town, you'll find all kinds of poison and pestilence. You can't travel a stone's toss without some trusty moss. Make sure you take plenty with you. Das ist ein sehr guter Hinweis, meine liebe Dame. Ich werde Moos kaufen. Sie ist aber eine gute Verkäuferin, ne? Sagt, ah, oh, da bist du ein bisschen gefährlich, da brauchst du vielleicht ein bisschen Moos. Wisst ihr was? Wir kaufen mal einen Sonnenmoos noch. Moos. Und wir kaufen. Oh, wir könnten eine Menschlichkeit von dir kaufen. Nee, brauche ich nicht. Aber ein paar Heimkehrknochen werden wir kaufen. Einen Heimkehrknochen werden wir kaufen. Damit wir dann immer eine schöne runde Zahl von 10 haben. Wir können sogar einen Wanderfluch hier kaufen bei ihr. Wusste ich gar nicht. Haben sie das auch gemacht? Wisst ihr was? Ich überlege gerade, ob wir euch Jauche-Küchlein uns holen. Ah. Nee, machen wir nicht. Wir holen uns aber auf jeden Fall... Ja, nee, das war schon richtig so. Fünf solche Sachen sollten reichen hier. Die lila Moosklumpen mit Blume. Das sollte reichen. Noch irgendwas? Prismastein? Nee, brauche ich nicht. Läuterungsstein brauche ich nicht. Nee, war so. Nee, egal. Gut. Ja, alles klar. Ich freue mich schon auf deine Moose. Deine feuchten Moose. Nee, egal. So, dann teleportieren wir uns zurück. Ah, wir haben ja noch ein paar Seelen im Gepäck. Die können wir dann auch noch benutzen. Ist gar nicht mal so schlecht. Rein theoretisch, wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste ich jetzt wieder in die Tiefen kommen. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Und dann kommen wir nach Schandstadt. Dann gehen wir nach Schandstadt rein, wahrscheinlich auch noch schon zum ersten Leuchtfeuer noch. Ja, sehr gut. Hab alles richtig gemacht. Das heißt, wir können hier kurz rasten. Und, wir können nur ein Level aufsteigen. Naja, gut. Wir gucken mal. Naja, ich könnte dann eh nur noch ein zweites Level aufsteigen, weil ich glaube, zwei Level kriege ich aus den Seelen, die ich da habe, sowieso nicht mehr raus. Quatsch, hier. Eine große Seele, nee, da kriege ich keine, nee, das kriege ich da nicht raus. Egal, gut, dann würde ich sagen, ab nach Schandstadt. Ab nach Schandstadt, nächster Halt, Schandstadt. Ja. Das Spinnenschild ist übrigens gar nicht schlecht. Also ich habe es jetzt nur hier, weil es hat ja den Effekt, ich kann es euch nochmal, nein. Genau, mit einer Schwarz... Widersteht Gift. Wenn man
damit, wenn man damit die Dartpfeile abwehrt von den von diesen komischen Blasrohr-Heinis unten in Schandstadt, dann kriegt man. Apropos, ich habe doch hier ein Feuerding. Macht ihr das eigentlich dann mehr Schaden? Ja. Ha, muss ich gar keine Pyromantien anwenden? Ist das cool. Ja, wenn man, wie gesagt, das benutzt, das Schild und diese Dartpfeile abwehrt, dann kriegt man kein Toxin. Gehst du weg? Ja, bleib da auch, mein Freund. Greif mich nicht an. Würdest du dir schwer geraten haben. Dankeschön. So, dann gehen wir runter nach Schandstadt. Donald, mach's gut. Kann eh nichts von dir kaufen. Ich habe nicht genug Seelen im Gepäck. So, ab nach Schandstadt. Ich glaube, zum ersten Leuchtfeuer sollte ich es noch schaffen. Hoffe ich zumindest, dass ich es noch zum ersten Leuchtfeuer schaffe. Ansonsten machen wir hier dann beim nächsten Mal weiter, liebe Freunde. Hilft ja nichts. Obwohl, ich wette, das wäre eigentlich ein guter Punkt, wo wir es... Also bis zum ersten Leuchtfeuer sollte ich es eigentlich schaffen. Ich sollte es eigentlich bis zum ersten Leuchtfeuer schaffen. Rein von der Theorie her. Und hier übrigens, hier hätte ich mir gern im Remaster, wie gesagt, gewünscht, dass es die Fackel in diesem Spiel gäbe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So. Das ist schlecht. Weil wenn der einen trifft, mit seiner komischen Keule, dann haut er einen nämlich zurück, wenn man da blockt. Und das wäre nicht so geil. Weil dann fällt man nämlich hier runter. Das wäre nicht so stark. So. Genau, ab nach Schandstadt. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass mir, wie gesagt, dort... Ja, sehr gut, dankeschön. Ach so. Hätte ich mir gewünscht, dass man da eine Fackel einfach nehmen könnte. Dass sie diese Fackelmechanik einbauen können. Dass das möglich ist, zeigen sie ja. Weil es gibt ja Untote, die Fackeln tragen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der auserwählte Untote, wir, nicht auch eine Fackel hätte. What? Leck mich am Arsch. Da warst du noch nicht tot. Gott, haben die euch genervt? Was ist denn hier los? Ja, ja, kannst du so brüllen, wie du willst. Oh, du hast rote Äuglein. Du warst näher am Abgrund. Hast du mal den Abgrund besucht? Oder habt ihr alle rote Äuglein? Weiß es gar nicht mehr. Ja, 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 ja. Brüll ruhig, mein Freund. Brüll ruhig. Eure Kleidung hätte ich auch gerne. Ihr habt auch ein cooles Set. Oh, verfehlt. Und zack. Und zack. Und tot. Lass mal ein paar Jauche-Küchlein fallen. Dankeschön. Er hat seine eigene Scheiße fallen lassen. Ist das nicht widerlich? So. Da kommt ihr auch an. Genau. Ich will euch nämlich alle... Wo ist der Nasenbär, der mich... Ey! Der hängt da hinten fest. Das ist dumm. Wo ist der Nasenbär, der mich beschießt? Na gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Gucken wir mal. Wo ist er? Na egal. Als erstes gehen wir wieder erstmal zurück. Denn die Kollegen will ich erstmal so triggern. Ey! Du Penner! Könnt ihr mich mit Leichen hauen, wie ihr wollt. Die hauen nämlich mit Leichen zu. Liebe Freunde. Die haben tote Menschen in der Hand. I hit a motherfucker with another motherfucker. So. Hier sind wir erstmal sicher. Vor den Blowdarts. Ihr seht sie dort. Und da ist der Nasenbär irgendwo. So peile ich mich hier erstmal ganz kurz. Vielleicht zeige ich ihn euch nochmal. Ist er hier? Da ist er. Da. Da ist er. Neben der Fackel. Neben der Fackel. Das Problem ist, allzu sehr schnell vorrennen sollte man nicht. Genau, weil dann nämlich noch die anderen Nasen kommen und dann hat man ein richtiges Problem. Vor allem, wenn der hier kommt. Und vor allem, wenn sie ihre komische Grab-Attack machen. Also ihr einen so irgendwie grabbeln wollen. Das ist immer scheiße. Wenn sie einen grabbeln, ist immer kacke. Mit euren komischen Schwertchen, die ihr habt. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Mit dem Schild. Wie man dann, wie gesagt... Deshalb geben sie einem das auch übrigens in den Untiefen. Dieses Schild. Dass man damit das Toxin abwehren kann. In der Hoffnung, dass der nicht von hinten kommt. Dass die Nasen nicht von hinten kommen. Zack. Zack. Und tot. Oh, das hat nicht so schön gebrannt, sein Holz. Ah, er hat mir auch gleich lila Bloßklumpen mit Blume gegeben. Klettert ihr hier die Treppe hoch? Ihr klettert die Treppe hoch. Ihr seid die alten Treppenkinder. Na. Na komm. Mach's mir doch nicht so schwer. Jawohl. Schön, mein Freund. Gut. Oh, ihr seid so widerlich. Oh, oh. Nicht schubsen. Aus. Wird nicht geschubst. Ist ja fies. Wieso schubst ihr mich? War nicht noch einer? Ah ja, die stehen da hinten und gucken doof. Haben gesagt, ach, Frank wird das schon machen. Aber Frank hat's nicht gemacht. Frank hat versagt. Frank
hat versagt. So, und tot. Die sind so widerlich und so hässlich, die Kerle. Wer hat euch so... Upsala! Oh, der hat mich jetzt erschrocken, aber richtig. Der hat mich jetzt gerade richtig erschrocken, der Kollege. Ich habe bloß so Fußstapfen gehört von hinten. Wo kam denn der her? Na, egal. So, der hat eine Leiche in der Hand. Der schlägt einen mit einer halben Leiche. Hier, ihr seht, der hat eine Leiche in der Hand. Der schlägt einen mit einer... I hit a motherfucker with another motherfucker. Hat er sich gesagt. So, holen wir uns noch die Kriegerseele hier. Ansonsten gibt es hier hinten leider nichts. Aber ihr habt es gesehen, also mit diesem Spider-Shield, mit dem Spinnenschild, hat man ja eigentlich relativ leichtes Spiel. Und es ist an sich ein wirklich gutes Schild. Und vor allem, das ist das Startschild vom Barbaren. Also vom Krieg, nee, Barbaren, glaube ich. Ist das Startschild. Ist krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die einem am Anfang gleich so ein starkes Schild geben. So. Ach so, das war der! Nee, du bist du. Ich dachte, ich habe den Typen getriggert. Na, egal. So, rein theoretisch müsste man zu diesem Item jetzt hinspringen. Bei anderem Weg geht's nicht. Aber erstmal muss ich mich um euch kümmern. Ja, wisst ihr was? Ich schalte das Leuchtfeuer frei. Das ist irgendwo nicht dort, sondern da hinten irgendwie. Und dann kommen wir wieder hierher und springen runter. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Wer will was? Wer hat noch nicht? Na? Okay, irgendeiner ist runtergefallen. Das war dumm. Ah, hier wieder einer mit einer Leiche. Ey, oh, oh. Wow. Das fällt aber aus, mein Freund. Da hat er mir einfach mal Godbroken hier. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. So, hier müssten wir eigentlich auch noch hin wegen dieses Items. Dort. Wie machen wir das am dümmsten? Ich will eigentlich das... Oh, ihr lasst ihr nicht immer... Genau, ihr lasst doch Seelen fallen. Das ist nicht verkehrt. So, na gut, wir holen uns erstmal alle Items. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 8 Minuten haben wir noch. Bevor wir uns dann das Iaito, was da drüben liegt, holen. Ja, kommen wir hier wieder hoch? Ja, wir kommen hier wieder hoch. Der nächste Blowdart-Typ, also der müsste irgendwo da sein. Der ist erstmal... Das ist erstmal relativ ungefährlich für uns. Und rein theoretisch ist da ja schon das Leuchtfeuer. Genau. Das bedeutet, da können wir hin. Das werden wir auch gleich tun. Das werden wir auch gleich tun, aber... Ja, wir holen... Wir schalten das Leuchtfeuer frei. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das machen wir jetzt. Ja. Ja. Och, nee! Ganz vergessen, dass das hier ist. Das war dumm. Ganz vergessen, dass man hier, dass man hier runterfällt. Oh, mit Feuer sollte ich denen natürlich nicht begegnen. Ach, das Scheiße, wir kommen jetzt nicht mehr, Ach, wir kommen jetzt nicht mehr zum Leuchtfeuer. Oh, ich muss jetzt hier durch das gefährliche Gebiet. Das war dumm von mir. Das war dumm von mir, liebe Freunde. Na gut, dann zeige ich euch schon ein bisschen mehr von dem Gebiet, als ich eigentlich wollte. Denn hier gibt es eigentlich schon wieder einen Blowdart-Typi. Und vor allen Dingen, der ist tot. Den habe ich runtergehauen. Eigentlich schon wieder einen, der einen beschießt. Ist auch gemein. Genau. So. Wo ist jetzt nochmal die Leiter nach oben, bitteschön? Ja, genau. Das wollte ich eigentlich ganz zum Schluss holen. Weil das hier kann man ganz schnell runter... runterskippen, wenn man hier zu sehr an die rechte Seite jetzt rankommt. Da fliegt man dann, so wie ich gerade eben, als ich durch das komische Zeug runter bin, fliegt man dann ganz schnell nach unten, sozusagen, in seinen sicheren Tod. So, wo war denn jetzt hier nochmal die Leiter? Gab es hier nicht irgendwo die Leiter? Nein? Oh, das ist so dumm. Warum bin ich da reingefallen? Das ist so doof. Ich brauche eine Leiter. Give me the ladder. Hey, Mr. Postman, give me a letter. Haha. Muss ich mich jetzt doch wieder rausporten? Sag mal, bin doch nicht bescheuert. Nee, das ist der sichere Tod hier. Bin ich jetzt doof? War hier nicht irgendwo eine Leiter? Ich bin doch nicht bescheuert. Hier gibt's doch. Ich muss doch wieder nach oben kommen. Das hat doch From Software nicht so gemacht, dass ich mich hier rausporten muss. Das weiß ich doch. Nein? Doch? Nee?
Och, das wäre jetzt dumm. Wir probieren es noch einmal. In der Hoffnung, dass hier irgendwas... Ach so, hier, das, das war's. Ja. Yep. Das ist so fies. From Software, warum habt ihr das gemacht? Vor allem, das ist die längste davon. Wenn man nämlich hier runterfällt, wird man dafür bestraft, dass man über diese, über dieses Ding rübergehen muss. Und das ist das Gefährlichste, wenn man so komisch glitscht. Das ist das Gefährlichste. So. So, kommt mal alle her. Bleibt vor allen Dingen hintereinander stehen, das ist sehr gut. So, weil hier sind dann die Leitern. Oh, wieder Seelen. Nö, ein zerbrochenes Schwert. Das ist nicht so gut. Aber ein Seelen. So, hier ist nämlich eine Leiter. Sehr schön. Sehr schön. Und schon haben wir es wieder... Weil ich da reingefallen bin. Bin ich da reingefallen. Depp. Ich, Depp, ich. Aber ihr seht, das ist die Krux, warum Leute Schandstadt eigentlich nicht mögen. Obwohl ich ja sagen muss, es ist gerade deswegen eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsgebiete. So, schon sind wir nämlich beim Leuchtfeuer. Als ob ich es geplant hätte. Als ob ich so geplant hätte, dass man da reinfällt. So. Genau. So, und rein theoretisch habe ich das jetzt auch geholt. Das Leuchtfeuer ist entzündet. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Rein theoretisch müsste ich da jetzt rasten. Gab's hier nicht noch ein... Hä? Gab's hier nicht noch eine Leiter, wo ich ganz nach oben komme? Oder war die hier unten? Moment mal. Weil rein theoretisch müssen wir wieder zurück. Das war hier irgendwo, ne? Ja, ja, wir müssen hier weitergehen. Ach so, wir müssen erstmal noch hier ein Item holen. Ne? Das ist auch relativ fies. Drei lila Blutklumpen mit Blume und hier hinten gibt es dann nichts mehr. Genau. Moment mal. Kommt man hier wirklich so zu dem... War hier nicht noch irgendwo... Muss ich mir jetzt doch wieder an den Anfang... Es ist alles. Ja, ja. Nee, weil da kommen wir nicht wieder hoch. Das heißt, ich muss wieder an den Anfang. Und ich will ja meinen Jaito noch holen. Ach, wisst ihr was, liebe Freunde? Das machen wir alles nochmal beim nächsten Mal. Da weiß ich aber, dass wir hier lang nicht müssen. Dann gehen wir beim nächsten Mal nochmal. Also dann fangen wir wieder da an, bevor ich runtergefallen bin. Beim nächsten Mal. Da porte ich mich jetzt nochmal zurück zum Leuchtfeuer von den Untiefen. Gehe hier nochmal runter. Genau, und dann geht's dann beim nächsten Mal, weil dieses Item will ich mir noch holen. Und außerdem gibt es da oben noch ein paar Items, die ich vergessen habe. Nämlich, ich glaube, das Set von dem Ninja. Also das, weiß gar nicht, wie es heißt. Wie heißt das denn, das Set eigentlich? Das ist die nächste Frage. Oder ist hier noch meine? Nee, hier ist keine Leiter. Ich bin wirklich gerade ein bisschen verwirrt wieder. Ist lange her, seit ich in Schandstadt war. Das übrigens, habe ich ja schon mal gesagt, offen ist. Auch wenn es sehr düster ist, aber es ist offen. Und spätestens hier wäre die Framerate jetzt im Original eingebrochen. Als ich hier runter, wenn ich hier runter gucke. Hier. Übrigens, das hier ist The Great Hollow. Die große Leere. Oder der große Leere, wenn man so will. Das ist The Great Hollow. Aber hey, das alles beim nächsten Mal. Beziehungsweise in den nächsten Teilen. Wie gesagt, wir werden beim nächsten Mal hier noch weitermachen. In Schandstadt. Ich werde da nochmal zurückgehen. Das Jaito holen. Und so weiter und so fort. Das werden wir alles dann noch machen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war's jetzt erstmal. Wir haben ein bisschen was von Schandstadt schon gesehen. Beim nächsten Mal sehen wir sehr viel mehr. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass ich nicht sterben werde, aber ich habe euch ja auch jetzt gezeigt, für die, die vielleicht jetzt immer sagen, oh, ich habe immer Probleme mit Schandstadt, zieht euch diese Rüstung an, kriegt man ja relativ ganz am Anfang und holt euch dieses Schild in den Untiefen und ihr seid relativ gut gerüstet. Außerdem sollte man immer Folgendes anlegen hier in Schandstadt und zwar den lila Moosklumpen mit Blume. Dann hat man auch relativ leichtes Spiel, denn wenn man mal getroffen wird, kann man sich hier relativ fix heilen. Das sind die Tipps noch zum Schluss gewesen. Ich bedanke mich, wie gesagt, würde mich über Kommentare, über Likes und natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten noch viel Spaß im Internet, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.